Hackbraten Wellington, wie wir den ganz einfach zubereiten, das zeige ich euch jetzt. Moin liebe Freunde des guten Geschmacks und willkommen auf meinem Kanal. Alle Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wir geben zu unseren 500 Gramm Hackfleisch eine klein gehackte Zwiebel. Dann kommen die 2 gepressten Knoblauchzehen und 5 Esslöffel Semmelbrösel hinzu. Einen Esslöffel Petersilie und einen halben Esslöffel Chiliflocken. Wir schneiden unsere Rostbratwurst der Länge nach auf und ziehen die Haut ab und geben das Wurstbret zu unserem Hackfleisch. Jetzt alles schön miteinander vermengen, bis sich alles gut verbunden hat. Und dann teilen wir unsere Hackfüllung in 2 Teile. Den Blätterteig ausrollen und mit dem verdünnten Hefeextrakt bestreichen. Dabei aufpassen, dass wir einen kleinen Rand lassen. Wir breiten eine Hälfte von unserem Hackfleisch seitlich auf dem Blätterteig aus, drücken unsere hart gekochten Eier mittig in die Masse. Und bedecken diese mit der zweiten Hälfte unserer Hackmischung. Wir klappen die freie Hälfte unseres Blätterteiges auf die Hackrolle und bestreichen die Ränder mit unserem gequirlten Ei. Anschließend klappen wir die andere Seite vom Blätterteig nach oben und drücken alles schön fest an. Zwischendurch sollte der Backofen schon auf 180 Grad Umluft vorgeheizt werden. Jetzt bestreichen wir die komplette Rolle mit unserem gequirlten Ei. Das sorgt nachher für eine schöne braune Kruste. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Rolle darauf legen und ab in den Ofen für ca. 30 Minuten. Nach 30 Minuten holen wir unseren Hackbraten raus und lassen ihn ca. 5 Minuten ruhen. Jetzt das gute Stück anschneiden und mal schauen, wie es von innen aussieht. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Jetzt anrichten und stürzen. Ich wünsche einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und wie immer zum Schluss unsere drei Verdächtigen. Den Kommentar, die Daumen und das Abo nicht vergessen.